Wir haben hier wieder ein paar Bäume. Das sind, glaube ich, wieder Ahornschößlinge. Die nehme ich vielleicht nochmal mit, weil wir hatten da nur einen von. So, dann haben wir dann nämlich auch mal drei. So. Ja, super. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh abgebogen. Wie gesagt, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir mal so einen Flusslauf gefolgt sind. Aber es stimmt ja, wie gesagt, von rein geografisch macht es keinen Sinn. Ich hatte nur ganz kurz diese Überlegung, weil das auch so durch so eine Schlucht geführt hat. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die Map hieß, auf der wir dann waren. War auch eigentlich mehr ein Versehen gewesen, also ich wollte da eigentlich gar nicht lang. Mich hier gerade genau unter der Brille. Das ist natürlich wieder typisch. So, wir kommen gerade relativ schnell voran, was daran liegen könnte, dass wir gerade mehr bergab laufen. Wölfe sehe ich keine. Was wäre eigentlich, wenn wir jetzt so einen Wolf Richtung Methuselah lenken würden? Normal müsste eigentlich jetzt kein Wolf spawnen, solange wir nicht mindestens einmal irgendwo reingegangen sind, dass der Methuselah despawnen kann. Anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären. So, wir müssen hier durch. Ob wir wollen oder nicht. Ich pack die mal eben weg. Aha. Buch. Alles klar. Zeitungspapier. Nehmen wir wieder alles mit. Hören tue ich sie, die Wölfe. Oh, auch vom Kater. So, hier stehen ein Haufen Autos. Wartungsplatz. Macht wahrscheinlich auch Sinn. Autobatterie. Oh, die können wir mitnehmen. Nutzen sie nicht zur Autobatterie, können zum Bleischrott zerlegt werden. 15 Kilogramm? All this gear is slowing me down. Alter. Zerlegen Bleischrott. Benötigt Bügelsäge, ganz ehrlich. Die lassen wir mal hier stehen. Die kann ich eh gerade nichts mit anfangen. Und 15 Kilo? Achso, beim besten Willen. Methuselah ist immun gegen Wölfe. Ich sag ja, der ist ein Geist. So, ein paar Streichhölzer. Warum haben wir überhaupt Streichhölzer mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ist ja immer so, man findet genau das, was man eigentlich nicht braucht. So, hier wieder ein Haufen Zedernholz. Nehmen wir mit. Metallbehälter. Breierhaus. Drin. So, da liegen, glaube ich, schon wieder Streichhölzer. Das ist kein Handy. Mein Gott, wie viele Streichhölzer wir jetzt finden. Okay. Die haben keine Autobatterie. Autobatterie ist ja auch was Optionales. Also, nur die, die wirklich Luxus haben wollen, können sich hier Autobatterien leisten. Mal nichts machen. Hier ist noch ein Auto. Auch eine Batterie drin. Lassen wir ihn jetzt mal. So, hier Zeitungspapier. Energy Drink. Okay. Okay, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Okay, verschlossen.
Wahrscheinlich kommen wir hier noch irgendwann rein. Und hier hinten noch was? Sieht einfach nur aus wie ein Haufen Schrott hier hinten. Okay. Verschlossen. Jetzt ziehen die Vögel wieder von dann. Ja, hier liegt ein Haufen Schrott. Irgendwie so ein bisschen am Kater Staudamm. Also das Design ist ähnlich. Da lag auch ganz viel Schrott rum. Aber was finden, was jetzt hier für uns in irgendeiner Form noch nützlich wäre, tun wir nicht. Ist da eine Tür offen? Wo ist er? Ich gehe mal gerade eben ins offene Gebiet. Wo ist denn der? Ach, da hinten kommt er. Ciao. So, hier ist offen. Ja, die Tür kann ich auch nicht schließen. Schade. Baseballmütze, gut. Gerollte Zeitung und eine zerknitterte Notiz. So. Ein Tretauto. Eine handgeschriebene Notiz auf... Was? Ach, fettverschmierten Papier. Ich habe erst fettverschmierten Papier gelesen. Der Großteil ist unleserlich. Monate ohne Bezahlung. Zwingen uns, um diese Waldspinner zu kümmern. Und jetzt schicken sie mich los, um sie zu verfolgen? Ich habe die Schnauze voll. Nach dieser Reise war's das. Punkt. Wenn du mir helfen willst, triff mich auf der anderen Seite des Rätselsees, in der Nähe der Sommerhütten. Da fangen wir an. Entweder wir... Okay. Es gibt die andere Seite des Rätselsees zu den Hütten. Okay, was haben wir da? Was sind Notizen mit Aktivitäten im Waldfluss und Rätselsee gefunden? Schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. So, wieder ein Buch. Eine Bügelsäge! Excellent. Wir haben die Bügelsäge gefunden! Nee! Ja, nice! Und Dosenöffner. Und ich sehe schon wieder, da liegen wieder Streichhölzer. I'm not sure I can carry much more. Ja, kannst du. Kann ich das hier nicht mitnehmen? Alter, da kann man doch, kann man sich damit verteidigen. Traumlimo, ein paar Verbände. Schmerzmittel, das ist alles nice. Tür öffnen, machen wir gleich mal. Was haben wir denn hier? They hate the light. Also they hate the light. Wie, wer denn? Hä? Jetzt Wölfe oder Bären oder was meinen jetzt damit? Computermaus, da liegt noch eine Notiz. Auch hier wie die, mit der Diskette, wie die da so. Ach nee, ich glaube, die liegt da drauf. Sah erst mal aus, wie die da so reinglitscht. So, Nordlichtbeobachtung. Eine Notiz aus dem Wartungsschuppen mit Beobachtung zum Nordlicht. Diese Lichter am Himmel stellen komische Dinge mit den Maschinen hier an. Wir haben einen alten Schuppen gefunden, in dem plötzlich die Computer von alleine hochfuhren und die Lampen aufleuchteten. Als das Nordlicht, oder wie man es nennen mag, vorbei war, haben wir versucht, die Zentrale anzurufen, aber wir kommen nicht durch. Keine Ahnung, ob die Telefone überhaupt funktionieren. Wir sind nur eine Handvoll Leute von der Wintercrew. Einige wollen versuchen, es zur Küste und den Siedlungen dort zu schaffen. Wenn du das hier findest, sind wir dorthin unterwegs. Wir hoffen immer noch, dass Breyerhaus ein Team losschickt, bevor es soweit kommt. Selbst mit der Feuertonne, die wir hier reingeschleppt haben, ist es noch bitterkalt. Okay. Hat, glaube ich, jetzt erstmal keine tiefere Bedeutung, diese Nachricht. Ein bisschen Trockenfleisch. Eine Orangenlimo. Metallschrott.
Wir finden hier nochmal wieder ein bisschen Zeugs. Traubenlimo. Den müssen wir aufstemmen. Could end up being useful. Ah, gut. Schuhe werden mir nicht ganz so viel nützen. Schweinefleisch, Spitzenpfirsiche. Da liegen noch ein paar Wollsocken. Haben wir noch was unterm Bett? Haben wir nichts mehr. Was haben wir dann hier? Oh, da kommen wir rein. Ja gut, aber mitnehmen tue ich sie trotzdem. Ich habe das Gefühl, hier kann man ein bisschen was looten. Kann ich vielleicht ein bisschen mal... Oh. Schimmliges Schweinefleisch mit Bohnen. 4%. Ja, geil. Hier erstmal hier das alte Stacys Traumlimo trinken. Da müssen wir uns mal brutzeln. Die ganzen ekligen Sachen erstmal wegessen. Hier das alte Trockenfleisch. So, was haben wir hier noch? Was? Hier ist eine alte Gipfelbrause. Also die Sachen zumindest schon mal weg. Ja, gut. Schauen wir mal, was wir hier alles so Schönes kriegen. Karton. Metalltisch. Hey, wir haben eine Limo. Ich glaube, das hier werde ich erstmal hier nicht brauchen. Aber nur ein bisschen. Okay, erstmal einen Haken. Stoff, Zeitungspapier, hey, noch mehr Zeitungspapier. Metallbehälter durchsuchen. Was kriege ich hier eigentlich? Metall, kriege ich Metallschrott raus. Sehr gut, habe ich mir schon fast gedacht. Oh mein Gott. So. Man kommt hier hoch. Diesen Kisten. Ja, gut war's. Mehr gibt es hier aber auch nicht hier oben. Komischen Sack. Karton hinten drauf. Mhm. Ein Brecheisen. Wiegt, glaube ich, auch nur ein Kilo oder sowas. Eine Werkbank haben wir hier. Alles klar. Können wir denn hier vielleicht mal sonst was rauskraften? 0,05. Was wiegen denn die Zeitungen überhaupt? 0,1. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen leichter. Aber wir machen zwei Zunderbündel. Insofern bringt uns das nichts. Ich weiß, es ist gerade völlig überflüssig, was ich mache. Und ich mache es trotzdem. Okay, das ist einfach nur innere Befriedigung. So, hier gibt es eine Feuertonne. Könnten wir eigentlich rein theoretisch wieder ein bisschen Feuer machen. Aber wir haben ja keinen Hunger gerade. Müsli-Riegel. Das Leder. Oh, noch ein Beil. Geil. Wiegt nur mal 1,5 Kilo. Metalleimer. Warum wir den nicht einfach mitnehmen können? Weißt du, so einen Eimer kannst du doch immer mal gebrauchen. In den hinteren Kisten ist was drin. Meinst du jetzt da oben drauf? Oder? Also sollten wir die auseinandernehmen. I could use this. Schutzwaffenputzset. Ja, nice. Genau das habe ich doch gebraucht. Was kann ich denn hier jetzt... wo habe ich denn die Waffe überhaupt? Ach da. Entladen, reinigen. Bringt 3%, dauert 12 Minuten. Was können wir mal machen, wenn wir sowieso gerade aufs Essen warten oder sowas? Die hintere, okay. Schauen wir gleich mal.
Ach komm, da passt doch was. So, hier die Sachen brauche ich jetzt nicht auseinandernehmen. Hier eine aufgerollte Zeitung. Erstmal Mülleimer noch durchwühlen. So, ein bisschen Wasser. Trockenfleisch. Alles mitnehmen. Ich bin in solchen Spielen Messi. Ich bin einfach ein Messi. Aber ich bin nicht so schlimm wie manche andere, wie zum Beispiel ein Gronkh oder sowas. Der wirklich einfach alles mitnimmt und alles bis zum geht nicht mehr lagert. So, da hinten geht's hoch. Schnauf, schnauf. Könnte ja meinen, das wäre hier anstrengend oder sowas. Hä? Ach, die Palette, ich dachte der Motor. Metallschrott. Ich habe immer das Gefühl, man kann die Klemmbretter mitnehmen. So, dann kommen wir wieder dahin. So, Hauptsache, man macht den nur einen kleinen Spalt weit auf. So, hier nur noch ein. Rolle Zeitung. So, Gefrierschrank. Man könnte hier sich eigentlich auch mal häuslich einrichten. Vielleicht sollten wir das auch generell mal machen, dass wir hier nochmal so eine Zweitbasis aufmachen. Wir haben eh viel zu viele Sachen dabei. Ja, gut, das. Ich finde, das ist hier schon ein bisschen realistischer gehalten. So, noch ein bisschen Kräutertee. Hier steht auch eine Tasse Kaffee drin. Das kann man nicht benutzen. Das läuft ja auch wahrscheinlich nur elektrisch. Schweinefleisch mit Bohnen und sonst. Ich frage mich, wenn Nordlichter sind, ob wir das Radio benutzen können. What have we here? Ja, bringt der jetzt alle sehr viel. Oh, noch ein Schutzwaffenputzset. Ja, die nehme ich trotzdem mit. Nein. Buch wollte ich haben. So, So, mit letzten Kräften robben wir uns noch irgendwie nach vorne. So, noch mehr Müsli-Riegel. Also Essen finden wir auf jeden Fall genug. Noch ein Buch. Noch mehr Streichhölzer. Ich suche nochmal alles eben zu Ende. Ja, nice! Ich finde es schade, dass das Radio nicht immer Musik abspielt. Hey, unser 500. Nähzeug! So, ich glaube, dann haben wir das hier erledigt. Können wir das jetzt hier von innen eigentlich aufmachen? Exit only. Nö, ist abgesperrt. Gut. Könnt nicht mehr rennen. Wir sind ja auch nur 15 Kilo drüber. Wir legen auf jeden Fall leider was ab. Oh. Der hat doch hier Wollohrwärmer auf. Waldflüsterer-Flyer. Okay, ein handgedruckter Rekrutierungsflyer der Waldflüsterer. Wir müssen uns erheben. Wir können nicht länger tatenlos zusehen, wie die Ressourcenunternehmen unsere geliebte Insel ausbeuten. Wenn euch etwas an der Rettung von Großaber liegt, kommt zur alten Hütte am Rand des Provinzparks von Rätselsee. Die Mobilfunkabdeckung hier ist unzureichend, daher benutzen wir das Turnschuhnetzwerk. Was ist denn das denn? Und vergesst nicht, sie beobachten uns. Vertraut also lieber niemanden. Gut, okay. Wahrscheinlich müssen wir da auch hin. Papier, kaputter Metallschaltkasten, mit Stoff, Lampenöl, Sturmlaterne. Das ist auch alles okay. So, hier, das können wir nicht mitnehmen. Pinsel können wir nicht mitnehmen. Hier liegt noch Papier. La 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 la
So, ein paar Tastaturen, PC, Karton. Achso, Turnschuhnetzwerk gleich zu Fuß, ja. Danke. So, frische Tomatensuppe. Eine brauchbare Windjacke, die kann ich alle auseinandernehmen, weil so brauchbar sind die für uns nicht. Die hatte ich nämlich schon mal. Tragende Arbeitsstiefel. Nein, nicht auseinandernehmen. Ich will die Handschuhe drin. So, hier Zeitungspapier. So, Toilette, da kann ich noch ein bisschen Wasser rausnehmen. Noch mehr Zeitungspapier und ein Buch. Ich muss alles mitnehmen. That'll come in handy. Oh, der ist gut. Okay, wir sollten gleich mal dringend was loswerden. Wir kommen sehr langsam voran. Ich lege auf jeden Fall jetzt erstmal was ab. Ich wollte das nur eben hier noch zu Ende erkunden. Das hatten wir schon mal. Ich meine, das ist bei mir zwar sehr unwahrscheinlich, dass ich den Punkt in diesem Spiel erreiche, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann. Aber ich hab mal Fälle, ne? Und so. Ein bisschen. So, kann ich hier vielleicht mal hier so eine alte Dose erstmal trinken? So, hey, aus irgendeinem Grund hat das kaum was gebracht. So, wo packe ich die Sachen denn mal hin? Ich glaube, ich werde mich da vorne, wo hier das Bett auch steht, mal ein bisschen einrichten. Warum das denn? Warum beißt man in die Tischkante? Hä? So ein bisschen spazieren, so ein bisschen la la la. So können wir nochmal hier so ein bisschen gucken. Ich kann nochmal so ein bisschen stehen bleiben und dann. Ah, ist der Schuppen hier aber schön. La la. Okay. Hardhead Area. Die werden wir auch auf jeden Fall brauchen. Ja, ich weiß, das ist. Man kann diese vorbeiziehende Landschaft da Gegenstände hier schon. Das ist atemberaubend. So. Dann packen wir hier erstmal ein bisschen rein. Ich packe hier oben mal ein bisschen. Nee, komm, ich mache das so wie zu Hause auch. Dritte Schublade kommt Essen rein. Da haben wir hier das, was halt gut ist, packen wir mal rein. Hier alles, was so. Über 70%. Das kommt hier rein. Das Fleisch würde ich ganz gerne mitnehmen. Das wäre mir ein bisschen zu schade, um das hier vergammeln zu lassen. Ich könnte hier vielleicht noch mal ein bisschen so einen Liter Wasser reinpacken. Hier, die Sardinen sind noch über 70. Ich habe hier noch Kräutertee, der kann hier rein. Sind zwar jetzt nicht die Wahnsinnskilos, die wir hier reinpacken, aber auch Kleinvieh macht Mist. So. Was haben wir denn noch alles dabei? Wir haben noch ein paar Tools. Tools hatten wir oben drin. Da können wir hier erstmal nochmal einen Beil reinpacken. Und ein Brecheisen. Die Bügelsäge nehme ich mit. Angelwerkzeug nehme ich mit. Hier ein Dosenöffner kommt hier rein. Hier dieses komische Kanister, die brauche ich nicht. Das können wir vielleicht bei Gelegenheit mal hier mal ein paar Magnesiumfackeln. Reicht, wenn ich zwei mitnehme. Ein paar Nähzeuge. Wir haben ja nur 500 dabei. Ein Schusswaffenputzset. Eins würde ich gerne mitnehmen. Hier noch eine Lampe, die hier rein kann. Hier im zweiten Ding packe ich mal ein bisschen Metallschrott rein. Wir haben ja zu Hause genug. Ja, das Problem ist halt immer nur, ich will nicht so viele Spots auf der Welt haben, wo ich die Sachen alle reinpacke. Deswegen packe ich das halt alles hier rein. Aaron Schößling, das nehme ich mit.
So, hier ein bisschen Stoff und Leder können wir hier reinpacken. Dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen was. Sollten wir es denn hier benötigen? Ach, guck mal, wie schnell wir uns auf einmal wieder bewegen können. Ha, herrlich. So, wir brauchen noch mal so eine kleine... Dann nehmen wir hier noch mal den einen Spind hier. Da packe ich dann mal Feuerzeugsachen rein. Aufgerollte Zeitung, ein Brandbeschleuniger, die Bücher können hier rein. 25 Millionen Streichhölzer können wir hier reinpacken. Da reicht es, wenn wir hier die 20 Dinger mitnehmen. Das ganze Papier, noch mehr Papier und das ganze Zedernholz. Da sind wir schon fast wieder im normalen Bereich. Altholz lasse ich gerade noch mal drin. So, dann vielleicht ein bisschen Medizin. Habe ich nochmal einen Platz für hier? Guck mal, wie schnell wir auf einmal wieder sind. Medizin packe ich mal hier unten rein. Usain Bolt, ja, wir sind ein richtiger Usain Bolt der Survival-Welt. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Da müsste ich ja Sachen zurücklassen. Auch wenn sie nicht nützlich sind. So, hier, zack. So, diesen komischen Energy Drink, den lasse ich wirklich mal hier, weil den brauchen wir echt nicht. Hier noch mehr Schmerzmittel. Es reicht, wenn wir hier eine Packung Schmerzmittel dabei haben. Dann haben wir, das war das. Wir haben noch relativ viel Klamotten, die sehr viel wiegen. Und Essen. Lampenölzeug. Ich guck mal eben bei unserer Lampe. Können wir die vielleicht nochmal ein bisschen auffüllen wieder? Ja, können wir machen. Hätte nicht einfach diese hier wegpacken können. Toll. Packen wir den Rest Öl hier auch nochmal mit rein. Ja, Bügelsäge, wie gesagt, die würde ich ganz gern zu Hause lagern. Ich lege das nochmal hier zum Trocknen eben aus. So. Ahornschößling nehme ich mit. Oh, da unten liegt ja noch. Da liegt ja noch was zum Looten. Ein Stapel Papier. Gut, dass wir den noch gefunden haben. Können wir direkt hier mit in den Feuerzeugdienst reinpacken. Hier. Zack. Eigentlich hätte ich das Essen hier reinpacken müssen. Wäre zumindest sinniger gewesen. Okay, können wir uns dann ein bisschen hier von unseren Klamotten trennen? So, hier getragene Arbeitsstiefel, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Stunde 30. Dauert zwar alles ein bisschen, aber zumindest kriegen wir dann ein paar Ressourcen raus. Hier diese komische Basecap, die können wir wegmachen. Getragener dicker Wollpullover. Oh, ich sehe gerade schon. Wir haben schon zwei an. Gut, dann brauchen wir den jetzt auch nicht. Ich könnte hier auch einfach so lagern, aber... Nee. Man muss ja alles... muss ja schon seine Ordnung behalten. So. Hier noch ein paar Rennfahrerhandschuhe. Wanderstiefel. Stunde 30 wieder. Die Stiefel dauern immer so lange, die auseinanderzunehmen. Brauchbare Windjacke. Ist das gesund? Also, wenn wir da jetzt reinlaufen würden. Wo kommt eigentlich die Musik jetzt her? Von welchem Radio? Irgendwo hier spielt ein Radio.
traue mich da nicht reinzulaufen. Sag mal, geht's denn hier runter? Also hier ist auf jeden Fall ein Radio. Alles klar, Diana. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Nee, das hatte ich auch nicht vor. So. Komm, ich nehme das nochmal eben hier auseinander, aber dafür mache ich die nochmal kurz aus. Damit wir nicht nochmal davon was verbrauchen. Schon mal 30. So, ist jetzt hier was drin gewesen? Ist gar nichts. Okay. So, Licht leuchtet. Oben laufen die PCs. Oh,